los. Voll Geschwindigkeit, er ist voll motiviert. Man sieht ihm richtig die Schweißperlen herunterlaufen. Und da ist das CT und es explodiert. Oh! Track Record. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge TNT Olympics. Genau. Ja. Wir machen mit der unglaublichen Disziplin Weitsprung weiter. Genau. Ja, und das ist auch wieder ganz einfach erklärt. Und sagen wir, diese schöne Anlaufstrecke, die auch immer dann wieder zurücksetzt, diese Lämpchen, die da aufleuchten, wenn man jetzt hier so reinspringt und so hopp, ja, dann gehen hier die Lichter an und es zählt immer die am hintesten leuchtende Lampe. Sprich, hier würde es jetzt 4 Meter sein. Ja. Ist klar, ne? Ist ja wie beim echten Weitsprung, also der Körperteil, was am weitesten hinten ist, ist das, was gezählt wird. Ja. Was ist der Weltrekord? Ich glaube, der ist 9,81 Meter, ne? Ist der nicht bei 7 Meter? Nee, ich dachte 9,81. Wie viel haben wir denn hier? Also hier geht's deutlich weiter. Weil ich will jetzt Weltrekordhalter werden, weißt du, also ganz komplette Welt. Alles klar. Dann müssen wir nur die Lämpchen jetzt wieder ausmachen und das TNT nochmal nachplanten. Ist doch egal. Also wie gesagt, wir explodiert das TNT und man muss natürlich vor der weißen Linie abspringen, ist ja klar. Achso, ja stimmt, da muss ich einer daneben stellen, ne? So, okay, dann stelle ich mich jetzt... Halt, man darf jetzt halt erstmal einen Probesprung bis hierhin stehen. Warte mal, ist so sinnlos weiterzulaufen, weil dann kriegt man eh nur 1 Meter. So. Also man darf nicht auf jeden Fall... Achso, stimmt eigentlich. Also wenn man da reinläuft, dann hat man sowieso verkackt, ist ja klar. Okay, ja, also letztendlich ist egal, wir machen erstmal wieder einen Probesprung. So, okay. Ich hoffe mal, dass das jetzt gut getimed ist, also von typisch. Wow. 1 Meter! Und dann, okay, dann film mal nach. Dann setz das mal schnell zurück, bevor ich nachdenke. Ist egal, film einfach nach. Nee, aber dann ist... Achso, ja, stimmt. Okay. Ist scheißegal. Oh, ich fuck. Zeig das... Oh Mann. Jedes Mal. Ja. Ja, das ich hab die Sicherhosen schon in meinem Inventar hier drin. Wieso passiert mir das jedes Mal? Tja. Mann. So. Okay. Okay. Boom, boom, dann kommt jetzt der Profi. Okay, der Profi. Dann fliege ich mal hier hin. Schau, wie der Profi das macht. Okay, 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 wir sehen da einen Tisch. Wow. Okay, wir machen nochmal einen Probesprung, würde ich sagen. Ja, oh Gott. Ja, ist halt Timing-Frage hier. Füll mal das schnell nach. Ach, hast du jetzt auch kaputt gemacht, oder? Nein, nein, das habe ich nicht. Okay. Das würde mir nicht passieren. Jetzt ist alles... Oh ja. Der oh, sauer. Aber 5 Meter ist jetzt natürlich auch nicht so hammerweit. Naja. Aber weißt du, was man machen muss? Und zwar, du musst, also wenn ich renne, musst du hier starten und dann so mitgehen. Dann bist du... Das sieht übel geil aus, weißt du? Okay. Ich meine, wie so eine Kamera. Dann, ja, dann fangen wir an. Nee, machen wir noch einen Probelauf hier? Ich mache noch einen und ja, dann schauen wir mal. Du musst schon fliegen, damit die Kamera ihn überholt. Voll in die Wolke. Ui! Und 3 Meter. So, okay, dann mach ich mal schnell wieder Tag. Also fangen wir an, oder? Und dann fangen wir einfach mal an. Wie viele Sprünge machen wir denn? Jeder 5? Jeder 5? 7. Jeder 7 Sprünge und dann weiter. Ein bisschen viel, jeder 6. Ich glaube, 6 sind beim normalen Beispiel auch. Also machen wir jeder 6. Ja. Ich drehe mal kurz hier. Der weiteste. Sprich, du drehst auf dein Blättchen jetzt um oder so. Und genau. Notierst dann die Sprungweite, damit wir das nicht wieder auf Schilder schreiben müssen wie in Minecraft, das ist mir zu stressig. Genau. Gut, wer fängt an? Achso, ich. Du darfst anfangen. Der Sportler ist konzentriert. Ready. Er fixiert set. Die Bahn. Go! Und er läuft los. Voll Geschwindigkeit, er ist voll motiviert. Man sieht ihm richtig die Schweißperlen herunterlaufen. Und da ist das CT und es explodiert. Oh! Alter. 9 Meter, was war das denn für ein Sprung? Oh, geht ja geil los, ja. Was war das denn für ein Sprung? 9 Meter, affengeiler Sprung, Alter. Voll am Versagen bin ich hier. Richtig geil. kaum fangen wir an. Ich mach hier erstmal 9 Meter. Okay, ich top dich sofort. Erstmal warm springen hier. So. Jetzt bin ich dabei. Genau. So. Achso, TNT ist noch dabei, okay. Bist du bereit? Er ist bereit. Das sind baffische Himmelstürmer. Er geht ja. Und dann rennt er los und... Ah nein, doch nicht. Er hat sich nur warm gemacht. Jetzt feuert er die Fans an. Er klatscht wie bei diesem unglaublich vielen Publikum. Es ist wirklich bahnbrechend, viele Leute haben hier sind. Okay. Du musst Verfolger-Cam machen, so wie ich gerade. Das ist geil. Ja, okay. Okay. Wow! Und da rennt er los. Das ist unglaublich. Schrei. Diese Geschwindigkeit. Sprung und 1 Meter.
Und er springt unglaublich in einen Meter. Ich hasse TNT Olympics. Ja. Ich bin sogar ohne HUD gesprungen gerade eben, ne? Geil. Ja, aber ich muss merken, wie pro ich doch bin. Das macht auch voll den Unterschied. Okay. Alter, muss ich halt voll freuen, ich hab die voll den Vorkarten. Ja, ich auch. Ja, ich bin voll erkältet mal wieder, ja. So, okay. Die zündet. Das ist der ultimative Anlauf, das ist toll, das ist gut, das ist mega, das ist ein guter Sprung, aber nicht ganz so weit. 5 Meter. Ja, das ist natürlich, da kann man nichts machen, ne? Tja. Naja, 1 Meter, ich meine, super Sache, oder? Kind, was noch nicht laufen kann, kommt gleich weit. So. Das krabbelt dann so über die 1 Meter. Ja, kriegt genau den gleichen Wert. Und los. Unglaublich, unglaublich. Wie geil, immer der Boden auch noch so mit. Das ist hier meine Aufgabe, oder was? Ja. Ich habe die ausgeblendet. Ja. Okay. Geil. Rennt so voll motiviert, das ist ein kacke TNT da. warte, ich kann noch springen. Ich kann noch springen. Ja. 2 Meter. Okay, 2 Meter. Aber geil. Meine Disziplin kommt. Ja, Disziplin waren schon, meinst du wohl eher? Ja. Okay. Hast du nachgeladen diesmal? Ja. Okay. Dann kann ich dir sofort los. Oh, war der gut! 10 Meter. Hammergeil. Hammergeil, das ist ein neuer Weltrekord. Ja. Oh ja. Neuer Weltrekord. Ungefähr hier 10 Meter. Ja, ich muss mich jetzt mental auf meinen Supersprung vorbereiten, der natürlich jetzt folgen wird. Selbstverständlich. 10 Meter. So. Ich ist halt einfach das Problem, dass ich nicht oft genug geübt habe wegen dem Timing und so, weißt du? Ja, genau, ich ja auch, ne? Ja, du hast vorher schon trainiert. Ja, ist klar. Willst du mich verarschen hier? Ach komm, das ist jetzt behindert, Mann. Ja. Ich sag's dir, ich quitte gleich, ja? Ah, schön. Gott, ey. Ich finde das so geil. Oh ja, jetzt backt noch hier drin. Bumm, soll ich dir 0 Meter aufschreiben, ja? Okay. Was sollst du aufschreiben? 0 Meter. Achso, ich darf noch springen, ne? Nee, ich habe 1 Meter geschafft. Okay. 1 Meter. Super. Ja, Dann geh mal aus der Bahn, sonst renne ich dich noch um. Du hast gerade noch über den Acker geflügt. Oh, der ist gut. Aber nicht ganz gut. 9 Meter. So toll. 9 Meter. Ach, herrje. Mann, ich bin da voll gut drin, muss ich sagen. Tja. Meine Disziplin kommt natürlich. Ja, wir haben noch ein paar Disziplinen, glaube ich. Also, ja, wir sagen jetzt mal nicht, wie viele, sonst ist das ein bisschen spoilerig, weil dann können wir ja sagen, ab wann jemand gewonnen hätte. Aber es ist noch ein bisschen was. Also, ja, bei 3:3 kann sowieso jeder noch gewinnen. Dich. Toll. Ja, immerhin. 6 Meter, das ist doch mal ein Anfang. Genau. Also in Real Life hätte ich 6 Meter höchstwahrscheinlich nicht geschafft. Nicht? 7 Meter eigentlich doch schon, oder? Ach was. 6, 7? Das ist vielleicht 5 Meter, aber sicherlich nicht 7 oder 6. Ist das nicht sogar Vorgabe? Wir müssen eigentlich, ich weiß, also schulische Antworten sind krank. Wenn du mich fragst, ich meine, die Zeit sieht. Sportlich. Ja, das ist echt krank, die schulische Anforderung. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Aber. Oh. 9 Meter, das gibt's doch nicht. Aber? Meine Fresse, ey. Wo warst du stehen geblieben? Achso, die Anforderung. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Es ist ja in jedem Bundesland verschieden. Ich glaube, in Nordrhein-Westfalen ist allgemein alles ein bisschen einfacher. Also Abi ist ziemlich einfach da. Und ich glaube, in Tübingen auch. Und im Sport denke ich mal auch. Baden-Württemberg und Bayern sind ziemlich hart. Ich weiß nicht. Besonders Bayern ist glaube ich, ziemlich hart. Ich finde es immer irgendwie voll behindert, weil im Endeffekt ist es doch scheißegal. Also mich nervt es immer, dass ich irgendwie... Toll. 5 Meter. Dass ich höhere Anforderungen machen muss für genau den gleichen Abschluss. Das ist eigentlich voll behindert, oder? Mhm. Aber also irgendwie sind im Sprint irgendwie 12,9 für eine 1 bei uns. Wenn ich mich nicht irre. 12,9 Sekunden auf 100 Meter oder was? Ja. Und das finde ich krank, weil bei Olympia sind teilweise mit gleich langsamer gelaufen. Ja. Also Usain Bolt natürlich nicht, der läuft 9 irgendwas. Aber 12 haben auch ein paar geschafft. Und wenn wir dann nur 19 schneller laufen sollen, dann verstehe ich echt nicht, wie wir das untrainiert hier machen sollen, weißt du? Also ja, finde ich teilweise die Anforderung ein bisschen krank. Also was ich persönlich auch äußerst bitter finde, ist die Ausdaueranforderung. Ja, Ausdauer ist sowieso krank. Also
Ja, vielleicht kennt er einmal den Cooper-Test nur so als Stichwort. Ich denke, das ist halt echt das erste Mal, wo man sich theoretisch echt vorbereiten muss auf Sport. Oder ich meine, in früheren Klassen muss man... Oh! Elf! Elf! Jetzt doch mal weiter! Unglaublich. Unglaublich. Warte, was sehe ich da? Du hast nur einen Meter geschafft. Übertreten. Schade. Halt deinen Maul, du hast gerade da reingetreten. Nein. Oh, jetzt hat er wieder die Jelly-Dings da weggemacht. Mach du doch. So. Hammergeil, 11 Meter, Leute. Also, ich mach das ist meine Disziplin. Fertig. Das ist meine Disziplin. Wenn jemand besser ist als ich, ja, also dann könnt ihr gerne eine Videoantwort machen. Habe ich kein Problem mit. Springst du euch beim Anlaufen? Nö. Ja! Also bei Germany's Next Topmodel hätten jetzt alle geklatscht und gesagt, das hast du so toll gemacht, aber leider hast du doch verkackt. Und echt hätte nicht gedacht, NDC weggekriegt. Stell dir vor, was so ein Kommentator im Fernsehen jetzt gesagt hätte. Der wäre perplex. Okay. Über deine Grenzen, was ist Schlechtigkeit, wäre der perplex, ja. Ja. Okay, okay, dann fehlt 4:3 insgesamt für mich. Ich habe also die Sache gedreht, ich bin einfach geil. Ja, also schreibt bitte in den Kommentar, dass ich geil bin. Ich bin übrigens der Chris, so. Und also die Disziplin fand ich richtig geil. Ich nicht. Ich fand alle scheiße, wo ich verloren. Also die fand ich richtig geil. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Und sag mal erstmal hallo. Bleib bitte treu. Erstmal auf das Treppchen stellen. Du meinst ja noch aufs Treppchen stellen. Aufs Treppchen stellen. Ja, ich sag trotzdem schon, wir sehen uns beim nächsten Mal. Achso, hier. Hat ja einer gesagt, das ist die umgekehrte Deutschlandflagge. Also da hat einer gefailed. Ja. Das haben wir uns auch gedacht, ja. Und dann habe ich zufällig ein Video von diesem Macher gesehen, wie er letztendlich jetzt auch heißt. Da ist ja so eine kleine Diskussion in den Kommentaren gewesen, fand ich ganz lustig. Ich weiß auch nicht, wie er heißt. Ich glaube, es ist Seth Ling. Bin mir aber nicht sicher. Auf jeden Fall hat jemand gesagt, der hat gefailed bei dieser Flagge. Und da habe ich ein Video von ihm gesehen, da hat er dann einer drunter geschrieben, Fail, das ist nicht die deutsche Flagge, das ist die belgische Flagge. Und dann habe ich mir auch gedacht, Fail, die ist doch quasi jetzt einmal links rumgedreht. Das ist doch die belgische, oder? Ich bin mir nicht sicher. Aber also ich dachte, es wäre so, warte, ich guck mal kurz. Also die belgische ist meines Erachtens nach andersrum, also schwarz links, weißt du? Ich schau kurz, Alter. So eine links nach rechts Flagge, aber ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber ich glaube, das war so. Ja, stimmt schon. Ja eben, also schon. Weiß ich nicht, was der dann hat, theoretisch auch gefehlt. Also ich weiß nicht, was für eine Flagge das sein soll, vielleicht irgendwie so hinter Truckenstedt oder so. Ich bin persönlich dafür, dass wir das umändern. Aber das ist ja letztendlich auch egal, es soll ja Spaß machen, so eine Diskussion in den Kommentaren. Muss nicht sein, sag ich mal. Muss nicht sein. Ist aber ganz lustig. Ja, wenn man sonst nichts zu tun hat. Also ich finde es eigentlich ganz nett. So, okay, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich renne das sonst nicht. Ah, ich tue mal eine Stellung im Server. Und, Und bis dahin, haut rein, Leute. Tschüss.